Ja, da sitzen wir nun am Anfang der Sommersaison, gesättigt bis oben hin, Ja. kleckern unsere ersten Melanzinen, die Melanzini, Auberginen. so heißen die hier, genau. Ja. Haben wir jetzt auch noch ein Riesenstück, ja, Mozzarella noch mit weggebracht. Also als Rezept, es gibt eben nicht nur, ich wusste es auch noch nicht, dass man jetzt Mozzarella mit Tomate, wenn man noch Melanzini hat, einfach in Scheiben schneiden, ein bisschen Olivenöl unten, ein bisschen Knoblauch darüber und dann oben Tomatenscheiben über die Melanzini und Mozzarella und dann darauf ordentlich Basilikum und schon ist es fertig in den Ofen geschoben, bei 200 Grad 45 Minuten kochen, braten, Backen. backen. Genau. So, das war das Rezept. Fix und fertig. Nee, Ralf hat noch Rasen gemäht und die Pflanzen versorgt. Die Schnecken sind weg. Jetzt durch, dank unserer doch sehr relativ brutalen Methode ein Schneckengift. Also ich möchte keine Steckenkorn, ne? Schneckenkorn. Ja, jetzt müssen wir wieder was Gutes tun für die Menschheit. Langsam geht es ans Planen des Ach, das Ostseeurlaubs. wollten wir ja noch, genau. Und da ist dann eben noch mit vorheriger Übernachtung das Gut zu, wie sagt man, auszubaldowern, ne? Wie man das dann am besten machen werden. Ja, also so die grobe Planung reicht jetzt bis September. Für die Sommerferien ist noch die Ferienzeit, wo die Kinderkrippe geschlossen hat, mit im Auge zu behalten. Und das sind wohl die beiden letzten Juliwochen und der erste Augustwoche. In der ersten Augustwoche kriegen wir wahrscheinlich Besuch, sodass wir dann unsere Aktivitäten, also Urlaub wird dann Ende August sein, die letzten 2 Augustwochen. Und ab September geht dann die Runde, die Einladungsrunde Wahrscheinlich an. ja. Erstmal wieder. Nee, ich hatte noch gar keinen eingeladen. Ich hatte nur gesagt, sie sollen sich das freihalten. Da müsste ich dann auch jetzt mal anrufen. Das ist ja nicht immer unangenehm, dass man jetzt wieder sagt, nein. Aber passt vielleicht dann auch besser. Ja, wenn man dann schon ohne Maske reisen kann und so weiter. Das ist die große Hoffnung. Ne? Ja. Ja, so sind wir heute gut durch den Tag gekommen. Und ja, jetzt bist du ins Stocken geraten. Weiß nicht. Ja, sag mal, ja, ich weiß nicht. Was haben wir denn? Ja, wir waren ja noch beim das Auto, haben wir noch versucht, Ah ja, einen das war erfolgreich. Ersatz-Kfz-Brief zu kriegen. Das war sehr erfolgreich. Da war ein ausgesprochen netter Mann, der dann gleich alles aufgenommen hat und dass wir jetzt am 7. Juli schon kommen können und endlich das Auto im Großen und Ganzen auch ummelden. Ne? Also da Ja. müssen wir nochmal zum Finanzamt oder ist ja ein schreckliches Hin und Her. Ne? Das ist dann die Freigabe, dann gibt es, so habe ich das verstanden. Am 7. Juli wird das nochmal geprüft, kriegt den TÜV. Aber das Schild darf man wohl auch erst dann anbringen, wenn das Finanzamt dann zugestimmt hat. Ja, mit der Bezahlung beim Finanzamt können wir dann uns eine Versicherung suchen, bei der wir dann das Auto versichern und mit diesem bezahlten Versicherung kriegt man dann ein österreichisches Autokennzeichen. Also es ist kein Hin und Her, es ist noch ein Stück des Weges vor uns. Aber das war schon mal ein gutes Stück weiter, dass man mit der Verlustanzeige und eidesstattlicher Erklärung dann überhaupt das Auto, wie sagt man, visitiert bekommt, gecheckt bekommt. Und davor soll man es dann extra nochmal überprüfen lassen, damit wir dann auch an dem Tag durchkommen. Also das ist das einzig doppelt gemoppelte, was Wenn man es auf überhaupt uns macht, zukommt. können sie auch sparen und einfach mal auf den lieben Gott vertrauen, dass schon alles gut geht. Diese extra Prüfung, ich weiß gar nicht, was die kostet. Kannst ja den lieben Gott fragen, wenn der alles weiß. Naja,
das und Ralf hat heute auch eine, wie sagt man, eine Kneipe, eine, also Ja. gefunden, wo auch Fußball übertragen wird. Hier in Liebenau. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn, weißt du es? Habe gar nicht drauf geschaut. Tasmanien. Tasmanien. Wo liegt das denn? Im Sternecker-Weg sowieso, So, kurz vor der Schranke kurz vor rechts. der Schranke rechts. Ja, die haben dann eine sehr schöne Bar, so in U-Form, das kenne ich auch noch von ganz früher, wo man sicherlich gemütlich sitzen kann. Und dann hatten sie auch sehr, ja, irgendwie stilvoll oder ein nettes, gemütliches Ambiente, wo schon jetzt am Nachmittag der Fernseher mit Fußball lief. Wir hatten eigentlich geguckt, wir wollten nach dem Kaffee Ausschau halten. Dazu warst du wiederum nicht gemütlich genug, draußen zu sitzen. Das habe ich mir angeschaut. Man muss auch ein zweites Kaffee an, aber das als Fußball-Begegnungsstätte finde ich das schon ganz schön. Aber vielleicht am schönsten ist es natürlich vielleicht in Zu der Hause. Familie, zu Hause oder mit anderen Deutschen. Wenn jetzt Deutschland spielt am Dienstag, dann sitzen da wahrscheinlich nur Österreicher drin. Die sind Mir ist vielleicht doch auch auch froh. wurscht. Ja, die sind dann froh, wenn Österreich rausfliegt. Die fiebern dann vielleicht mit entgegen, dass Frankreich gewinnt. Weil ja, Deutschland ist ja dann auch wieder ein potenzieller Gegner für Österreich vielleicht nachher Das später. ist mir alles. Also entweder ist es Fair Play oder ansonsten können, naja, habe ich da keine Ambitionen Es bringt auch zu. Freude auf, wenn man gewinnt. Also mir jedenfalls. Mir bringt es Freude, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Von mir aus sollen sie alle so lange spielen, bis sie unentschieden haben und dann können sich alle freuen. Ich So. weiß gar nicht, haben wir da gestern schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Also gestern haben wir ja auch gemeinsam mit meinem Schwiegersohn und den Enkeln Fußball geguckt. Da war die Freude natürlich riesengroß, weil Österreich gewonnen hat. Wobei ich muss es zugeben, obwohl es vielleicht gleich nicht jedem passt hier im Podcast, ich bin jetzt noch nicht so ganz vom ganzen Herzen Österreicher, aber ich habe schon mitgejubelt, weil wir ja hier wohnen. Ja, es war jedenfalls ein besonders jubelnswertes Spiel, weil es, glaube ich, das erste EM-Spiel für Österreich in Genau. der ersten Runde war. Ja, also drückt uns die Daumen für weitere Und vielleicht kann Jubelinfos, ich die Barbara, naja, Barbara. wenn wir im Endspiel sind, wirst du ja vielleicht mal mitgucken. Was soll ich denn da gucken? Mir ist das wurscht, wo die spielen, ob am Anfang oder am Ende oder Das gar ist nicht. es, Spielen. Spielen ist was Freundliches. So, spielen. Ja, ha, spiel mal bitte dir selber.